Nächster Redner Hannes Ammersbauer, FPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, Sie haben Ihre Ausführungen vorhin damit begonnen, dass Sie eine Verschwörungstheorie namens Pizzagate aus dem US-amerikanischen Wahlkampf des Jahres 2016 bemüht haben. Sie haben erklärt, mahnend erklärt, dass das Virus ja real ist. Na geh, meine sehr geehrten Damen und Herren, na geh, Herr Bundeskanzler. Das ist ja keine Glaubensfrage. Die Frage ist vielmehr, wie gehen wir damit um? Aber Sie sind es, genau Sie sind es, die hier immer wieder irgendwelche Verschwörungstheorien ins Spiel bringen. Das macht nämlich sonst kein einziger Redner hier während der ganzen Sitzung, außer Sie. Sie fangen mit den Verschwörungstheorien ein und das Ganze dient ja nur einem Zweck. Das ist eine gezielte Strategie, um einen offenen Diskurs zu vermeiden und jedem Kritiker ihres Weges, ihrer Maßnahmen den Aluhut aufzusetzen und als unglaubwürdig abzukanzeln, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und in Wahrheit ist es ja so, dass Sie seit Monaten im Blindflug unterwegs ist. Seit Monaten haben Sie und Ihre Regierung es verabsäumt, die gefährdeten Gruppen gezielt zu schützen. Wir wissen, dass es im Bereich der Pflegeheime fast 2300 Tote bisher gibt, die an oder mit Corona gestorben sind. Und was haben Sie gemacht, Herr Bundeskanzler? Und ich meine hier mit gezieltem Schutz nicht das unmenschliche Wegsperren der Bewohner von Pflegeheimen, sondern eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben, aber einen maximal möglichen Schutz zu gewährleisten für Bewohner, für das Personal und auch für die Besucher, das haben Sie nicht gemacht und das fordern wir im Übrigen seit März, weil Sie immer sagen, wir tragen nichts bei und haben keine Vorschläge, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das muss auch einmal gesagt werden und Sie haben das verabsäumt, die gefährdetste aller Risikogruppen wirksam zu schützen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und was machen Sie? Sie produzieren einen Flop nach dem anderen seit Monaten. Die Stopp-Corona-App, ein Flop. Die Ampel, ein Flop. Das Kauf aus Österreich, eine Blamage, meine Damen und Herren. Der Massentest, ein Massenflop. Und das hat an Ihrem Ego gekratzt, Herr Bundeskanzler. Das haben Sie nicht oder das können Sie nicht auf sich sitzen lassen. Und diese Massentestungen, das sagt ja nahezu jeder Experte, dass das, so wie Sie das veranstalten in Österreich, nicht zielführend ist. Zum Beispiel auch der Infektiologe Dr. Weiß, der Herr Gesundheitsminister wird ihn gut kennen. Er ist nämlich Mitglied Ihres Corona-Beraterstabes im Gesundheitsministerium und ein Wissenschaftler, der grundsätzlich sehr stark den Regierungskurs unterstützt. Aber auch er hat zu den Massentests gesagt, es gibt wenig Evidenz. Kaum ein europäisches oder kein europäisches Land empfiehlt, das so zu machen. Beispiel die Slowakei, die haben das versucht, damals schon mit indirektem Zwang, wo fast die gesamte Bevölkerung irgendwie teilgenommen hat. Und es war kein nachhaltiger Erfolg. Und sie sind auch davon abgekommen, das zu wiederholen. Der Antigentest ist laut Weiß nicht das richtige Instrument, um massenhaft Asymptomatische zu testen. Besser wären gezielte Testungen und Nicht-Testungen quer durch den Gemüsegarten, weil das führt zu vielen falschen positiven Tests, ist schlecht für die falsch positiv Getesteten und deren Kontaktpersonen. Es führt aber auch zu falsch negativen Tests, dass die Menschen in falscher Sicherheit wiegen lässt, weil ich kann mich ja eine Stunde nach einer negativen Testung, ob die jetzt richtig oder falsch war, ist völlig irrelevant, ich kann mich eine Stunde nach der Teilnahme an einem Test schon anstecken, meine Damen und Herren. Und da die Bevölkerung Ihnen da nicht gefolgt ist bei dieser Maßnahme, wollen Sie jetzt mit einer indirekten Pflicht mit Zwang durchsetzen. Es muss ein Erfolg sein, weil das von Ihnen kommt und Ihr Weg ist ja immer alternativlos, egal was die Bevölkerung davon hält und egal was sämtliche Experten dazu sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das, was Sie jetzt machen, ja, wo jene, die die Braven sind, ja, von der Obrigkeit gnädigerweise belohnt werden, indem sie ein bisschen mehr Freiheiten bekommen, und jene, die nicht machen wollen, die Bösen sind, das orientiert sich ja sehr stark an dem Sozialkreditsystem, das wir aus China kennen, meine Damen und Herren, wo die Guten bestraft werden und die Bösen, aber die Guten belohnt werden und die Bösen bestraft werden. Und der Unterschied, Herr Kurz, ist, China ist eine kommunistische Diktatur und ich hoffe schon, dass wir uns sehr, sehr scharf von diesen Systemen abgrenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das, was Sie machen, ist eine Spaltung der Gesellschaft, eine Befeuerung des Denunziantentums, eine Stigmatisierung der Nicht-Getesteten, eine Erpressung der Bevölkerung. Und in die gleiche Richtung wird es ja auch bei der Impfung laufen. Und ich sage das jetzt auch ganz offen.
Ich persönlich bin grundsätzlich ein Impfbefürworter. Aber ob und wann ich mich impfen lasse, entscheide ich selbst. Und es ist immer das Recht des Einzelnen zu entscheiden, ob er einen Eingriff in seine körperliche Unversehrtheit zulässt oder nicht. Meine Damen und Herren, wir haben es mit einem Bundeskanzler zu tun, der in Komplizenschaft mit dem Herrn Gesundheitsminister, und der Gesundheitsminister ist ja bekanntermaßen ein Serienverfassungsbrecher, mit Verordnungen fuhrwerkt, die nicht begründet werden, mit Maßnahmen, die nie evaluiert werden, mit Verordnungen, die Bestimmungen enthalten, die in sich nicht schlüssig sind, die widersprüchlich sind, die nicht verhältnismäßig sind, die teilweise verfassungswidrig sind. Sie verwüsten unsere Grund- und Freiheitsrechte und sie versuchen immer wieder den Menschen die Polizei ins Haus zu schicken. Das passiert Ihnen ja nicht. Herr Bundeskanzler, Sie schaffen es nicht mehr, Vertrauen zu erzeugen in der Bevölkerung. Sie schaffen es nicht mehr, die Menschen mitzunehmen und zu überzeugen. Es ist Ihnen entglitten. Sie können es einfach nicht. Der ehemalige Finanzminister der Sozialdemokraten, der Herr Andrusch, hat das Krisenmanagement der Regierung pauschal mehrfach als Dilettantismus bezeichnet. Meine Damen und Herren, hören Sie endlich auf, Angst zu machen. Versuchen Sie wieder Hoffnung zu machen, die Leute zu überzeugen, mitzunehmen. Aber hören Sie auf zu drohen. Die Menschen sind vernünftig. Die brauchen keinen Regierungskrampus, der ihnen immer wieder die Rute ins Fenster stellt und ihnen droht. Und der Misstrauensantrag wird vermutlich heute keine Mehrheit finden. Noch keine Mehrheit finden. Ist aber ein wichtiges Symbol. Und eine Bitte abschließend habe ich noch an Sie, Herr Bundeskanzler, und an Ihre drei Mitstreiter bei den zahllosen Pressekonferenzen. Lassen Sie die Leute über die Feiertage in Ruhe. Verschonen Sie uns zumindest für die wenigen Tage dieses Jahres von Pressekonferenzen, denn davon haben wir mehr als genug gesehen. Wir sind mitten in der Debatte zur dringlichen Anfrage der FPÖ an den Bundeskanzler zum dritten Lockdown, in dessen Rahmen auch die FPÖ einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung eingebracht hat.